Die WAF, ergänzend zu dem Technical Camping, was wir schon mal hatten, wo es um Feintuning für das Core-Ruheset, was es gibt in der WAF, ging, habt ihr euch diesmal für ein Thema entschieden, wo es um Custom-Regeln geht, um Traffic zu blocken, der von den Parametern meiner Applikation abweicht. So. Ich hoffe, ihr könnt meine Beispiele nachher nachvollziehen. Ich habe Sachen gewählt, die ich hier euch in dem kurzen Zeit auch live zeigen kann. Das sind natürlich auch Sachen, die man theoretisch auch mit Content-Regeln abbilden kann. Hier geht es aber nur um das Prinzip. Ich will euch ja das Prinzip da bieten und nicht hier jetzt 100 Regeln reinschreiben, die meine Applikation platt machen. Der Punkt ist, man muss die Applikation halt kennen und wissen, was man machen will. Und von daher habe ich Regeln, also Beispiele gewählt, die ich jetzt hier auch nachproduzieren kann und nachstellen kann, um einfach das Verfahren zu erläutern. Einige Folien habe ich schon mal genannt, zum Beispiel, wie das mit dem WAF-Feintuning geht. Das ist ja nicht nur WAF-Feintuning, wo man neue Regeln schreibt, sondern bei den Custom-Regeln ist das ja genauso. Und nochmal als kleine Wiederholung, es gibt natürlich eine Sprache für das Mod Security Level hier. Und zwar fangen die Regeln immer mit SecRule, also mit einem Directive, sage ich mal, fangen die an. Dann geht es um die Variablen, was will ich mir angucken, in welche Richtung geht's? Der Operator, hier in dem Beispiel, dass ich quasi den String equal zu Index.php matche. Und dann fängt man in dem zweiten Gänsefüßchen fängt man an mit den Transformationen und den Actions an der Stelle. Und deswegen wiederhole ich das nochmal. Actions sind die Regel-ID, in welcher der fünf Phasen ist denn die Regel angesetzt? Also Phase 1, 2, das sind ja, wenn die ganze Geschichte reinkommt, 3 ist ja, wenn es beim Server ist. 4 ist die Antwort vom Server und 5 ist ja dann das Housekeeping, wo es dann nur noch um Logs und sowas geht. Man muss also sagen, wo soll die Regel greifen und was soll passieren? Also ja, es muss natürlich dann auch ein Befehl drinne sein, eine Action quasi. Was soll sein? Soll es abgelehnt werden? Soll es durchgeleitet werden und so weiter? Das muss man eben natürlich sagen. Transformation, wie man hier jetzt sieht, alles zu kleinen Lowercase umwandeln oder normalisieren, dass man Windows und Linux-Sprachen quasi verbindet. Das sind entsprechende Transformationen. So, ihr könnt euch vielleicht auch noch an diese Folie erinnern, wo ich so ein bisschen aufgezählt habe, dass es verschiedene Gruppierungen gibt. Also es gibt diese sechs quasi Kategorien in den Variablen. Aber insgesamt sind es 105 Variablen. Also ich kann die hier gar nicht alle aufzählen, das wäre einfach zu viel. Bei den Operatoren sind es 36 Operatoren hier in vier verschiedenen Kategorien. Transformations sind 35 Transformations in sechs Kategorien. Ich habe davon nur vier mal als Beispiel aufgezählt, aber es sind sechs. Und es sind 47 Actions auch in sechs Kategorien sozusagen. So. Um das noch zu erweitern, das ist noch eine Folie aus dem Webinar vom Feintuning. Um das zu erweitern, bin ich mal ein bisschen ins Detail gegangen. Und hier kann man vielleicht dann auch erkennen, wie verschiedene Aktionen, also die Disruptive Actions, habt ihr ja eben gesehen, ist nur eine Kategorie. Ich bin mal ein bisschen tiefer in diese Kategorie gegangen, um einfach mal zu zeigen, was machen denn die einzelnen Sachen. Also mit einem Allow kann ich sozusagen alle anderen Regeln überspringen. Das heißt, der darf Zugriff haben und ich gucke mir die anderen Regeln gar nicht mehr an, zum Beispiel. Wohingegen ein Pass sagt, er hat diese Regel bestanden, aber ich gehe die anderen Regeln auch noch durch. Das ist ein wichtiger Punkt, deswegen habe ich das mal schön gehighlightet. Ähnlich auch Deny und Block. Ne? Also ein Block sagt einfach nur, ich möchte, dass es geblockt wird. Das heißt, ich kriege es auch im Log entsprechend angezeigt. Aber bei einem Deny kriege ich halt auch einen Errorcode zurück. Und das muss man halt auch sich überlegen, was will man genau haben. Ich habe heute mit Deny gearbeitet. Das zeige ich aber gleich in der Live-Demo.
Und die Operators, um das nochmal kurz zurückzugehen, ich habe ja hier gesagt, wir haben verschiedene Operators, 36 Stück in vier verschiedenen Punkten. Ich habe mich mal mit den String Operators ein bisschen, habe ich aus Christian Follinis Buch ein bisschen rausgesucht, nur um mal zu sehen, mit was ihr alles an einem String matchen könnt, sozusagen. Also mit begins with oder mit contains. Ihr könnt auch mit Regular Expression arbeiten oder parallel Pattern Match. Das habe ich heute auch mit drin. Ihr habt also verschiedene Optionen, wie ihr dann an einem String, der mitgesendet wird, entsprechend auch rangehen könnt. Deswegen dachte ich, ich packe das auch mal in die Liste. Diese Beispiele hatte ich euch in dem ersten auch schon mal, in dem ersten Webinar um WAF auch schon mal mitgeschickt. Die sollen ja nur als Beispiel gelten. Hier kann ich also an einer Remote-Adresse matchen und kann sagen, die darf mit Pass, die darf entsprechend weiter. Ich kann aber auch, so wie das hier in dem Beispiel ist, quasi einen Whitelist und Block Everything Else bauen, indem ich einfach sage, gut, wer in diesem Adressbereich ist, hier haben wir das Allow, das heißt, die anderen Regeln werden gar nicht erst angeguckt, der darf durch. Selbe tritt für die anderen beiden zu. Wer die IP-Adressen hat, der darf entsprechend durch und ich gucke mir die anderen Regeln gar nicht mehr an. Und wenn ich nicht Teil dieser drei bin, greift die automatisch die Regel hier unten, die quasi alles bei Default ablehnt. So. Das ist also auch ein Beispiel für das, was wir heute machen. Nur dass hier geht es halt nur um IP-Adressen und ich habe das heute mit anderen Sachen gebaut. Aber hier hätte man die Möglichkeit, das quasi an IP-Adresse festzumachen. Ich weiß gar nicht, ob heute da ist, aber kommt von einem unserer Kunden aus der Schweiz. So, und hier unten, da ist es eine Regel, hier ist es eine Feintuning-Regel, die heißt auch nicht SecRule, sondern SecAction, also der Operator ist an der Stelle anders. Die fügt quasi einer vorhandenen Datenbank innerhalb der ganzen Engine noch weitere Parameter zu. Ist für heute jetzt nicht die richtige, aber ich wollte die Folie nicht großartig ändern. Aber sowas kann man natürlich auch mit Custom-Regeln machen. Auch interessant, bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, man hat auch die Möglichkeit, so ein Parallel-Match mit einem File zu machen. Das heißt, ihr könnt auch einen Datenfile zum Load Balancer laden, der quasi eine Liste an Pattern mit inkludiert hat und dann wird in dem Request quasi gegen die gesamte Liste im Pattern gecheckt sozusagen. Also ihr müsst dann nicht sagen, ich möchte den und den und den, sondern ihr habt eine ganze Liste mit hochgeladen und diese Datei, alle Patterns von dort werden dann entsprechend mit dem eingehenden Verkehr überprüft. Ne? Also das kann man damit machen. Wenn ihr ein Ausrufezeichen vor eurem String Match machen würdet. Das Ausrufezeichen wäre eine Negierung. Das heißt, die Regel reagiert auf alles andere, als was hier gematcht wird. Also das kann man so machen. So habe ich jetzt auch die Regeln für heute gebaut. Gut. Natürlich links, rings um die WAF und auch auf NetNEA, unseren Partner an der Stelle, die da einiges mit anbieten, was euch hilft, entsprechend WAF-Regeln und so weiter zu schreiben. Mal gucken, ob unsere SaaS-Lösung mit Central, mit CAMP 360 Central, die im Sommer rauskommen soll, da sind wir gerade dabei zu evaluieren, ob die auch eine Möglichkeit bietet, WAF-Logs hochzuladen und dann dort entsprechend WAF-Regeln automatisiert zu schreiben. Wir arbeiten an sowas, dass man das da für euch auch alles ein bisschen leichter machen kann. Mal gucken, ob die das so rausbringen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich ein bisschen Demo. Wie sieht denn meine Zeit aus? 15 Minuten drin. Ich sehe gut in der Zeit. Haben wir also eine Viertelstunde für Demo. Toll. Finde ich gut. Dann heute mal nicht in meiner Umgebung in VMware, heute mal in meiner Umgebung in der USA, innerhalb von CAMP, weil dann kann ich die Regeln auf meinem Computer schreiben und brauche das nicht erst in einem Domain-Controller woanders schreiben, habe ich mir einfach mal ein bisschen überlegt. Ich habe für uns heute einen Service generiert, der heißt webprogressdemo.com und
zeigt auf meinen Exchange mit meiner normalen Webseite dahinter, wie ihr das von mir auch schon kennt. Und ich mache jetzt auch mal die WAF erstmal aus, damit ihr einmal nur ganz normal seht, was hier überhaupt passiert. Greife ich dazu, dann seht ihr ganz klassisch meine mittlerweile gebaute IRS-Seite, die ihr von den anderen Webinaren schon kennt und die einige von euch auch schon mal angefragt hatten und von mir bekommen haben, wo ich verschiedenste Informationen auch einsehen kann, mein User Agent oder welcher war der anfragende Host. Die Source IP habe ich, glaube ich, auch mit drin, im X404, da ist er genau, also auch die Source IP von meinem Rechner und entsprechend, was es für ein Protokoll ist, also Methode, was wurde angefragt und über den Load Balancer halt, wie kam die ganze Reise zustande. So, also ohne WAF ganz normal. Jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Ich habe hier einmal Regeln geschrieben. Müsste man sehen, denke ich. Seht ihr. Und zwar habe ich eine Conf-Datei geschrieben, die jetzt sechs Regeln inkludiert. Und zwar die erste ist, ich erlaube nur, also wie man jetzt hier sieht, ich matche alles andere. Die Regel greift für alles andere, als was jetzt hier drin steht. Das heißt, diese Regel erlaubt Root Only und erlaubt Index PHP. Sie erlaubt nichts anderes. Die Webseite, die ich jetzt hier habe, nur um das mal zu zeigen, greift natürlich auch auf andere Sachen zu, nämlich auf ein Logo und auch auf ein Favicon. Also würde ich erwarten, wenn meine Custom-Regel da drin ist, dass er die nicht mehr laden kann. Jetzt hat der Browser das natürlich drin als Cache, aber die beiden würden mir definitiv einen Error-Log bringen, weil das geblockt wurde in der WAF und das will ich entsprechend zeigen. Dann habe ich hier Methoden. Es gibt ja acht verschiedene Methoden für meine Webanfragen und ich erlaube nur GET und HET. Kommt irgendwas hier wieder mit Negierung gearbeitet, kommt irgendwas anderes als GET und HET, dann würde mir das Ding um die Ohren fliegen und würde mir vor die Wand fahren. Ne? Keine Angst, ich zeige das auch gleich. Also wir ändern das, dann lade ich das neu rein und dann zeige ich euch das. User Agent, hier habe ich jetzt keine Negierung drin, weil der User Agent, wie man das hier sieht, der ist ja recht groß. So. Und wenn man mal das als Beispiel macht, ich nehme mal den Edge. Der Edge wenn man das jetzt mal vergleicht, der hat Parallelen drin. Im Edge steht auch Chrome. Das heißt, wenn ich sage, ich erlaube nur Chrome und alles andere soll fehlen, dann steht das hier im Edge aber auch drin. Dementsprechend würde der nicht reagieren. Ich habe da deshalb also gesagt, gut, wenn der mit EDG kommt, ne, das ist eine Sache, die hier nicht mit drin steht, oder mit Firefox kommt, die dann hier auch mit drin stehen würde, dann soll es blocken. Das heißt, ich blocke per se Firefox und Edge, ich erlaube aber Chrome, habe ich hier in der Regel drin. Also Firefox und Edge werden geblockt, Chrome hingegen ist erlaubt. Liegt einfach daran, weil in dem User Agent der Chrome immer drin steht, egal ob ich mit Edge komme oder nicht. Dementsprechend kann ich das mit dem Negierung leider nicht so, habe ich auf die Schnelle nicht so rausgefuchst. Ich bin aber für Feedback von euch gerne zu haben. So, das also die dritte Regel. Die vierte Regel sagt, ich darf nur mit meinem Hostnamen kommen. Komme ich mit was anderem, blockt er mich an der Stelle. Und das ist also die Nummer vier. Wie ihr hier seht, ich habe überall ein Deny drin. Ja, und habe auch einen Status gewählt, also nur für mich dann auch jetzt hier fürs Testen. Jede Regel hat bei mir einen anderen Statuscode. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie ich auch noch eine Nachricht zurückgeben kann. Da bin ich noch am Überlegen. Aber ich kriege verschiedene Statuscodes und dann weiß ich quasi anhand der Statuscodes schon, welche Regel hier getriggert hat. Aber eine Nachricht wäre mir natürlich noch ganz lieb. Ich kriege zwar eine Nachricht in meinem Log, also die kann ich mir entsprechend einschreiben. Aber ich will es halt auch gerne in meinem Browserfenster sehen, aber das habe ich noch nicht rausgefuchst. Da war ich, bin ich gestern irgendwie nicht hintergekommen. Naja, ist ja nicht so schlimm.
Und weil ich am Anfang hier Probleme mit dem Directory hatte, habe ich mir noch eine andere Option rausgesucht. Die finde ich eigentlich auch ganz lustig. Request Line ist das. Mit der kann man rein theoretisch die Directory und die Methode schon kombinieren. Das heißt, ich brauche gar nicht zwei Regeln, sondern ich kann das hier in einer Regel schon abfrühstücken. Das ist eigentlich ganz cool. Denn hier ein Beispiel, ich erlaube Post, Get und Head, erlaube Root und Index und es muss HTTP 1.1 sein. Komme ich mit was anderem, würde diese Regel triggern und würde mir die ganze Geschichte quasi nicht mehr erlauben. Ist also auch ganz lustig gemacht. So könnte man diese beiden Regeln hier oben sogar in einer Regel zusammenfassen. Fand ich interessant, als ich das gelesen habe. Und ich dachte, ich bringe euch das mal mit. So, ich sehe also irgendwie heute Fragen und Chats ist sehr ruhig, ist okay, cool. Noch kam nichts rein. Na gut. So, jetzt habt ihr also meine Regeln, die ich hier gebaut habe, gesehen. Ich würde die mal in den Load Balancer füttern und dann probieren wir das ganze Ding aus. Da ist meine, habe ich die jetzt auch schon gespeichert? Jetzt definitiv. Da ist also meine Regel. Und die importieren wir jetzt. Hat alles super geklappt. Da ist er drin. Und in meinem Service. Waff, schalten wir die Waff an. Voilà. Ich möchte, ja, das Scoring ist an der Stelle egal. Ich möchte keine Core-Rules haben. Mache ich alle aus, will ich alle nicht. Also nicht, man kann das natürlich kombinieren, aber ich will die heute jetzt nicht. Ich wollte meine Applikation ja nur mit meiner eigenen Regel sichern und das mache ich jetzt auch. Wende ich an. So. Und jetzt wie man sieht, bin ich durchgekommen, meine Webseite ist da, aber er hat das Logo und das Favicon nicht laden können. Ihr seht, da kam ein 403 zurück. Das ist ja genau das, was wir auch erwartet haben. Können wir uns jetzt in der Analyse auch angucken. Hier sieht man, insgesamt waren es einige Requests und die Regeln, man sieht es jetzt hier, die Regeln mit der Directory sozusagen, die hat getriggert. Favicon Echo war nicht erlaubt, wurde geblockt. Logo PNG war nicht erlaubt. Ja, das ist das, was reingekommen ist. Und in der Liste hier seht ihr das auch. Slash Logo PNG ist nicht erlaubt. Klar, weil haben wir nicht drinne. Des Weiteren hat natürlich auch die zweite Regel mit der Request Line sozusagen reagiert. Auch dort kamen wir mit Get Favicon Echo HTTP 1.1, sieht man hier unten. Ja, das ist das, was reingekommen ist. Aber wir haben ja nur Root und Index erlaubt, also ist ja das Slash Favicon Echo einfach nicht erlaubt. Damit ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe oder gehofft habe. Beide Regeln haben gegriffen. Und haben blockiert. Ne? Wir haben jetzt den Code 302 gesehen, weil die Regel oben stand. Das war die erste, die schon blockiert hat. Hätte die nicht reagiert, dann hätten wir den anderen Error-Code gesehen, der hier in der zweiten Regel entsprechend hinterlegt war. Ich zeige das nochmal hoch. Also, wir haben den jetzt gesehen, weil das die erste Regel war, die getriggert hat. Hätte die nicht getriggert, würden wir den Code sehen an der Stelle, weil die andere Regel ja auch getriggert hat. Also dann wäre es der 405 gewesen. Beide Regeln, wie gesagt, hätten geblockt für diesen Verkehr. So. Schön. Dann gucken wir uns doch die ganze Geschichte vom Edge an. Upp. Der Edge kommt nicht mehr rein. Der kriegt 408. Und 408 ist auch genau die User-Agent-Regel hier an der Stelle sehen wir jetzt auch im Log entsprechend. Wir sehen sogar noch mehr, aber hier ist die Error-Code 408. Der hat jetzt gegriffen, weil wir erkannt haben, dass der mit EDG gekommen ist, also mit Edge an der Stelle. Ne? So. Natürlich haben die anderen Regeln auch gegriffen. Aber die war die erste. Die anderen Regeln haben natürlich jetzt für Favicon und so gegriffen. Klar, das
Logisch. So, das war also der Edge. Und wenn wir jetzt nicht mit einem, wenn wir jetzt nicht mit dem Namen kommen würden, sondern mit der IP-Adresse, jo, dann kriegen wir noch einen anderen Errorcode. Das ist jetzt der hier, weil wir nicht mit dem Hostnamen gekommen sind, sondern mit einer IP an der Stelle. Auch hier entsprechend blockiert meine WAF-Regel. Und auch den sollten wir jetzt hier im Log finden. Ich hätte mal vorher auf Reset klicken sollen, aber hier ist er schon. Wird entsprechend mit geloggt. Gut. Schön. Hat ja mit der Zeit fast genau gepasst. Wir sind jetzt auf 11:28 Uhr. Klasse. Schön. Fragen soweit zu einer eigenen Regel, die meine Applikation einschränkt. Ich habe jetzt, wie gesagt, mich auf Sachen bezogen, die ich jetzt hier leicht zeigen kann. Eine Cookie Injection und so weiter. Das ist ein bisschen umfangreicher, das zu zeigen oder nachzustellen. Das, ich muss ja mal mit der Zeit gucken, dass es auch in dem Zeitrahmen passt. Die Sachen kann ich jetzt nachstellen. Natürlich kann man das auch über Content-Regeln machen, aber das sind halt wunderschöne Beispiele, das Konzept zu erklären. Darum ging es hier eigentlich eher. Das heißt, je mehr ihr eure Applikation versteht und wisst, was die, wer da zugreifen darf, in welchem Format, in welcher Art, desto mehr könnt ihr das einschränken und ihr könnt eurer WAF sagen, nur das, was ihr wirklich wollt, darf auch durch, alles andere fliegt entsprechend weg und ist nicht erlaubt. Ne? Von der Warte her so der Grundgedanke dahinter. Das heißt, man muss das Core-Rule-Set nicht benutzen, was man feintunen will und kann. Man kann es benutzen. Ihr könntet theoretisch sogar eure eigenen Regeln quasi zusätzlich zu den Core-Rules benutzen. Und das geht auch. Also das ist halt eine Möglichkeit, die Core-Rules noch zu ergänzen. Und so kann man halt auch spezifische Regeln machen, ne? Also ich hätte jetzt hier für Exchange auch die Hapnium-Regeln da reinballern können und auch diese ganzen CVEs, die da jetzt ringsum die PowerShell-Geschichten sind. Wobei ich mich immer frage, warum gebe ich PowerShell nach außen frei? Ich würde das sowieso blockieren innen, aber gut, man könnte das aber entsprechend auch einfüttern. Schön. Dann wäre ich mit dem Thema soweit durch. Es sei denn, es kommen nochmal Fragen. Da können wir ja gerne, wenn noch Zeit ist, darauf zurückkommen. So, Michael, du hast eine Frage. Und zwar, ob die WAF vor dem Content geprüft wird. Also meinst du jetzt vor dem Content Matching? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich glaube ja, aber ich bin jetzt nicht 100%. Lass mich kurz nachdenken. Oder andersrum gesehen, lass uns das doch ausprobieren. Ich baue eine Content-Regel. Nur als Beispiel jetzt. Wir sagen jetzt mal Block Source IP. Ich nenne es so. Content Match is fine, src-ip. Und wir packen jetzt hier die Source IP meines Clients rein. Weil der ist ja bis jetzt noch erlaubt. Ne? Den würde ja die Waffe jetzt gerade nicht wegfischen an der Stelle. Wenn ich den jetzt blocke und wir trotzdem das Favicon und das Logo, die Logo-Regeln triggern, dann greift die Waffe vorher. Wenn wir den jetzt blocken und die nicht mehr getriggert werden, dann greift das Content Switching vorher. Okay, kannst du meinen nachvollziehen, worauf ich hinaus will? Das heißt, wenn wir jetzt so eine Regel bauen, die das blockt, müssen wir das jetzt eigentlich wunderschön nachstellen können. So, dann weisen wir das mal kurz zu und dann kommen wir gleich ins nächste Thema. Halt, Advanced Properties, here we go. So, und jetzt mache ich vorher aber
die ganzen Logs, die wir haben. Ich lösche die mal. So, wenn ich jetzt die Seite ausführe, sollte sie im Nirvana verschwinden und mir nicht mehr angezeigt werden. Klar, weil die Content-Regel ja sagt, meine Client darf nicht. Und für mich wäre jetzt interessant zu sehen, ob die WAF greift. Und nein, das Content-Switching hat vorher gegriffen. Damit müsste ich deine Frage beantwortet haben. Supi, Markus. Klasse, dann haben wir das. So, jetzt kam hier noch welches. Welches Tool benutzt man für die Auswertung? Du meinst jetzt für die WAF-Regelauswertung? Ach so, Logo.png. Also du meinst, was ich jetzt hier auf der rechten Seite habe? Das ist F12, das sind die Developer-Tools für deinen Browser. Die zeigen dir dann an, ob das gegriffen hat oder nicht. Gut, nächste Frage. Hier ist eine Frage, die kann ich ganz schnell beantworten. Steffen, Anfängerfrage, WAF ist abhängig von der Lizenz oder dem Typ des virtuellen Services? Jawohl, WAF ist im Enterprise Plus Level mit drin. Du musst also Enterprise Plus Subscription haben, ansonsten ist die WAF Engine nicht mit dabei. So, dann hat der Heinz noch eine Frage. Das Beispiel ist okay, aber dann kann prinzipiell auch eine ALF bei einer WAF, würde ich sehen wollen. Gut, Heinz, dann muss ich demnächst nochmal ein anderes Thema machen, spezifisch mit SQL-Injections, wie Regeln da aussehen. Das sind dann spezifische Sachen. Dann nehme ich das nochmal mit, dann packe ich das in Zukunft nochmal als Webinar-Themen mit rein, dass man sich spezifisch auf Injections oder sowas spezialisiert. Dann gebe ich euch das nochmal als Thema mit rein, dann nehme ich das als Themenwunsch auf. Ist das okay so für dich, Heinz? Themenwunsch, ich schreibe das mal auf. SQL Injection Protection. So, was haben wir jetzt noch? Dominik, habt ihr schon WAF-Regeln für Salesforce, Hyperforce? Also applikationsspezifisch bauen wir die ja nur auf Anfrage an der Stelle. Von daher muss ich sagen, nein. Aber wir können natürlich, also bieten ja Dienstleistungen an, um WAF-Feintuning zu machen, wenn du die Core-Rules feintunst. Und Darren und sein Team würden dann entsprechend auch für dich da mithelfen, da Regeln zu bauen für Salesforce auch, wenn es sein muss. Das kriegen wir schon hin. Und Jürgen, ja natürlich. Also die Frage, können wir bitte die verwendeten Regeln der Demo mit der Aufzeichnung erhalten? Jawohl, ihr bekommt zusätzlich zum Deck als PDF, packe ich die Regeln einfach hinten als Seite mit dazu, wenn das okay ist. Die kriegt ihr mit. Also das ist gar kein Problem, können wir machen. Weißt du was, ich mache das mal sofort. Die Regeln, wie sie jetzt hier stehen, baue ich jetzt live. Guck, hier seht ihr das. Ich baue die live mit in unsere Präsi mit ein. Damit da gar nicht erst. Damit wir da gar nicht erst in Probleme kommen. So, jetzt machen wir das noch ein bisschen schöner. Zack. Ein bisschen kleiner, komm mal her. Oh. Ja, ich mache es jetzt ein bisschen kleiner, dass es da auch reinpasst, aber ihr habt es definitiv dann mit drin. Ich denke mal, muss ein bisschen zusammenfassen hier an der Stelle, kriegen wir auch die Schriftgröße größer hin. Cool. Dann kann man das auch lesen. Hier ist noch ein, was wir wegmachen können. So.
Schön. Und damit, jawohl, habt ihr das sieht komisch aus. Was ist das? Warte mal. Nee, passt. Gut. Damit ist das auch drin und ihr bekommt das von mir entsprechend mit. Ne? Das so war doch der Plan. Dann passt das auch. Gut. Soweit der Teil. Ist also live direkt mit hinzugefügt. So, schön, schön. Dann zurück. Seht ihr, da ist die Folie schon, also jetzt gibt es sie schon. Damit haben wir alle Fragen durch. Geht's ins nächste Thema. Advanced Content Switching rings um Sub-VSS. Also, auch hier greife ich nochmal auf Folien zurück, die ich schon mal rings um Content Switching in dem alten Webinar vorher mal gemacht habe. Also doppelt hält besser. Erstmal ganz allgemein. Mit Content Switching habt ihr natürlich mehr Flexibilität in eurer Architektur, wie man den Service aufbauen kann. Und man benutzt Content-Regeln für das Content-Switching. Content-Regeln sind Filter. Es funktioniert nur mit HTTP, HTTPS derzeit. Ihr könnt auch mehrere Regeln miteinander verbinden über Flags, aber auch über die zeitliche Aneinanderreihung. Und ihr habt ein Limit auf dem Load Balancer von 1023 Regeln, aber die muss man auch erstmal erreichen. Ich weiß, Markus, spezifisch du hast es schon geschafft, aber du bist einer der wenigen, der es schon geschafft hat. So, nochmal kurz zum Abholen. Eine Content-Regel erlaubt euch Kontrolle von Traffic Flow, sage ich mal, in die richtige Richtung. Ihr könnt Traffic modifizieren. Man kann entsprechend Match-Regeln erzeugen an Headern, an Cookies, an der Directory, an Optionen, an Query-Items und so weiter. Ihr könnt Header hinzufügen oder löschen oder modifizieren. Ihr könnt URL verändern, also eure Directories an der Stelle verändern oder eine andere anfragen und so weiter. Ihr könnt auch den Response Body vom Server zurück zum Client entsprechend bearbeiten. Ihr habt die Möglichkeit, auch entsprechend Verkehr bestimmten Sub-VSen oder bestimmten Servern zuzuordnen, was die annehmen dürfen und alles andere dürfen die dann halt bei Default nicht annehmen. Und man kann auch mit Content-Regeln, wenn man mit ESP, also mit der Authentifizierung zusammenarbeitet, das ist ja ein Cookie an der Stelle, könnte man mit Steering Groups arbeiten. Das heißt, man hat zum Beispiel Zugriff für Admin-User und für normale User. Und dann würde man ein zweites Cookie generieren durch die Steering Group. Welche der Gruppe ist es denn jetzt? Und dann könnte man auch sagen, ja, zu Sub-VS 1 haben nur Mitglieder der Steering Gruppe 1 Zugriff, aber Gruppe 2 nicht. Und zu Sub-VS 2 haben halt nur Mitglieder der Gruppe 2 Zugriff. Also ihr könntet dann auch entsprechend trennen. Das ist ein schönes Anwendungsbeispiel, war früher, dass man ECP nach außen veröffentlichen musste für Exchange, aber die Gruppe der Admins ausgeschlossen hat und gesagt hat, die dürfen ECP von außen nicht benutzen, nur die normalen User dürfen das. Das war so ein klassisches Beispiel dafür. Kann man also auch mit Content-Regeln entsprechend und ESP zusammenschließen und sagen, bestimmte Usergruppen dürfen nur auf bestimmte Ressourcen zugreifen oder die haben Zugriff, während andere das nicht haben. Und so kann man entsprechend da auch ein bisschen spielen. So, jetzt hatte ich eben gesagt, was man alles machen kann. Hier sieht man mal, wenn man Content-Regeln erstellt, wie das aussieht. Man gibt einen Namen. Ich empfehle immer einen eindeutigen Namen. Da bin ich über die Jahre jetzt auch ein bisschen eingefahren. Denn wenn ihr später die Regel auswählt, wollt ihr am Namen ja auch erkennen, was die Regel überhaupt macht. Und da finde ich einen eindeutigen Namen immer sehr passend. Leider ist man in dem Namensfeld ein bisschen eingeschränkt. Da gibt es keine Leerzeichen, da gibt es keine Minusse, da gibt es keine Sonderzeichen wie und so ein Geröll. Ich mache mir die Unterstriche immer zunutze, aber man sollte halt wissen, dass es da ein bisschen Limitierung an der Stelle gibt. Dann wählt ihr aus, was ihr für einen Regeltyp denn haben wollt, ob es ein Match sein soll, also ob ich auf irgendwas matchen will, ob ich was hinzufügen will, löschen will oder ersetzen will, ob ich eine Directory modifizieren will oder ob ich den Body bearbeiten will. Das sind die Punkte. Dann kann man auswählen, ob man Regex benutzen will oder Prefix oder Postfix und dann entsprechend
hat man die Eingabefelder. Also wenn es ein Header ist, in dem man guckt, kann man das entsprechend eingeben. Wenn es ein Directory ist, lässt man das Header-Feld halt frei, dann weiß er, es ist nur Directory. Ich kann Groß- und Kleinschreibung ignorieren. Ich kann in einer Directory auch den Host-Anteil mit inkludieren. Das heißt, ich kann auf Hostname und Directory auch matchen. Ich kann auch das Query-Item mit inkludieren, kann das also auch noch mit einbeziehen. Failure-Match heißt, wenn die Regel gematcht ist, dann fährt das Ding gegen die Wand. Mit Negation kann man auch sagen, ich matche auf alles andere als das, was in meinem String steht. Und wenn man das jetzt, ne, also man kann auch sagen, ich gebe die Sachen rein, die erlaubt sind und klicke dann an Negation und Failure Match. Das heißt, alles andere, was nicht hier drin steht, triggert die Regel und fährt dann gegen die Wand. Also man sieht schon, es ist jetzt wird's lustig. Und mit Hilfe von Flags kann ich entsprechend auch mehrere Regeln mit einer Und-Verbindungen abhängig voneinander machen. Das heißt, ich kann sagen, ich matche einmal einen Hostnamen, wähle eine Flagge und matche dann etwas anderes, mache das aber abhängig von der ersten Flagge. Das heißt, das gucke ich mir nur an, wenn die erste Flagge auch gematcht ist. Das heißt, wenn Regel 1 matcht, erst dann gucke ich mir auch Regel 2 an, weil die abhängig voneinander sind. Und so kann man entsprechend Abhängigkeiten kreieren. Ihr habt bis zu 9 Flags zur Verfügung, könnt also hier in der Stelle mit einer Und-Verbindung 9 Regeln miteinander zusammenpressen, wenn man das denn braucht. Alternativ sage ich immer, ich finde die zeitliche Abfolge von Regeln auch gut, um die miteinander zu kombinieren. Man hat im Load Balancer ja mehrere Punkte und alle diese Punkte greifen zeitlich voneinander versetzt ein. Das heißt, ich kann auf dem Hauptservice sagen, ich erlaube nur einen bestimmten Hostnamen, kommt was anderes, fährt es gegen die Wand. Das kann ich in der Selektionsregel machen. Dann gehe ich zum Beispiel in einen Sub-VS und sage jetzt habe ich hier in dem Sub-VS noch eine Regel drin, die sagt, für diesen Sub-VS darf ich aber nur aus einem bestimmten Netzbereich kommen und alle anderen fahren gegen die Wand. Das heißt, ich habe die durch den Sub-VS miteinander zeitlich koordiniert, beide Regeln greifen, aber ich habe sie nicht mit einer Und-Verbindung verknüpft, sondern einfach nur zeitlich nacheinander abfolgen lassen. Aber dazu kommen wir gleich. So. Content-Regeln. Wo kann ich denn Content-Regeln hinlegen und wofür und warum und wieso? Also, das klassische Beispiel, wie ihr es auch bei euren Templates von Exchange zum Beispiel kennt, wir weisen den Sub-VSs entsprechend Regeln zu. Das könnt ihr auch ohne Sub-VSs bei einem Server tun. Aber heute Thema ist ja sowieso Sub-VS, von daher. Was passiert eigentlich, wenn man kein Template nimmt und das manuell macht? Man muss seine Sub-VSs erzeugen. Und dann unter Advanced Properties Content Switching einschalten. Und dann fängt er an, hier den Menüpunkt Regeln hervorzuheben und meckert erstmal rum, dass er keine hat und deswegen der rote Rand. Ihr klickt dann dort auf Regeln und könnt dann entsprechend Regeln hinzuweisen. Hier in meinem Beispiel sind zwei Regeln hinzugewiesen und die sind Over und Root an der Stelle. Diese Regeln, wenn ihr hier mehrere Regeln reinpackt, also das ist eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, sobald eine dieser Regeln greift, darf ich dorthin. Das ist eine Oder-Verknüpfung bei Default. Das ist keine Und-Verknüpfung. Wenn ihr hier 20 Regeln drin habt, heißt es, eine dieser Regeln muss triggern, damit ich weiterkomme. Das ist keine Und, sondern nur eine Oder-Verknüpfung. So, gut. Ich habe hier auch nochmal, ups, jetzt war ich zu schnell, so ein paar Regex-Basics mitgebracht. Ich will mich gar nicht zu lange darauf einfahren. Die Folie kennt ihr von mir schon, die habe ich in meinen normalen Partnertrainings drin und die ist auch in dem Content Switching, was hier vorhin schon mal verlinkt war, drin. Allgemein einfach nur, wie die Syntax bei Regex ist, zum Teil. Also es ist ja nur ein Anfang an der Stelle. Regex ist ja viel umfangreicher, aber das ist immer das, womit ihr sehr viel schon machen könnt. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, verschiedene Regeln, wie die aussehen können. Also ein Match an einem Header oder einer URL, also Directory an der Stelle, hier das Beispiel mit Active Sync, das ist eine Directory-Match. URL an der Hostname an der Stelle mit Host-Header und dann matche ich nur an dem Host-Header. Ein Header zu ersetzen, hier ganz simpel mal an einem Location-Header. Das ist ein Antwort-Header, der vom Server zurückkommt bei einem Redirect, dass man sagt, okay, ich matche hier in der Gruppe habe ich den Host-Anteil und den Directory-Anteil quasi zwischengespeichert und mache jetzt HTTPS aus der ganzen Geschichte und greife mir den Content meiner Gruppe wieder zurück. Das heißt, im Endeffekt mache ich aus HTTP HTTPS. Ne? Das ist das, was das Beispiel hier macht. Dann eine
eine URL, also eine Directory quasi verändern in der Anfrage. Kurzum, der Client fragt root-only an, aber wir auf dem Weg zum Server machen daraus /over und würden das dann entsprechend auch, würden quasi die erste Anfrage schon mit over stellen, auch wenn der Client das gar nicht gemacht hat. Damit sparen wir einen Redirect, weil normalerweise der Exchange, hier ein Beispiel, wenn ihr mit root-only kommt, macht ihr erstmal einen Redirect auf over und danach macht er noch einen Redirect auf over slash. Also man hat zwei Redirects, wenn man es ganz genau betrachtet im Tool. Hier würden wir, nimmt der Load Balancer euch schon mal einen Redirect weg, was natürlich ein Performance Boost ist. Und hier unten ein Body Modification Regel, die auch aus HTTP, HTTPS macht an der Stelle. Einfach nur der komplett halt halber, dass man sieht, okay, das sind alles verschiedene Sachen, die ich machen kann. Kommen wir jetzt zu den Sub-VSs selber. Das ist ja eigentlich das Thema heute. Also, ihr habt einen Hauptservice, wo auch das SSL-Offloading passiert, wo auch eure Whitelists sind, also und Deny-Lists, also eure Access-Control-Listen. Die sind alles auf dem Hauptservice. Alles, was auf dem Hauptservice passiert, gilt auch generell für diesen Dienst. Wenn ich jetzt nur Server dahinter habe, dann ist das ganz simpel. Da kommt der Traffic rein, ich gehe zum Server durch, gar nicht viel Komplexität. Ich kann aber anstelle von einem Server auch Unterverzeichnisse anlegen, habe also ein neues Level geschaffen und packe die Real-Server dann dahinter sozusagen. Und damit habe ich natürlich Komplexität gewonnen. Jetzt kann ich aber Content-Regeln nicht nur auf dem Hauptservice machen. Also alle Regeln, die ich auf dem Hauptservice habe, gelten quasi für alles, was dahinter kommt, auch für alle Sub-VSs inklusive. Ich kann jetzt auch nochmal Content-Regeln in den Sub-VS hineinschreiben. Die gelten dann nur spezifisch für diesen Sub-VS und nicht für die anderen. Das heißt, alles, was auf dem Hauptservice ist, gilt für alles. Aber was ich im Subservice mache, gilt nur spezifisch für diesen Sub-VS. Das ist erstmal das Erste. Klar, ich kann eigene Health-Checks machen und ich kann mit Content-Regeln entsprechend mit Match-Regeln sagen, welcher Verkehr soll in welchen Sub-VS hinein. Und kann dann im Sub-VS selber sogar nochmal sagen, mit Content-Regeln, welcher Verkehr soll zu welchem Server. Kann das also auch nochmal aufdröseln. Nur ein Beispiel, ihr habt jetzt eine Webseite, ihr macht vorne Hauptservice, ihr habt fünf verschiedene Hostnamen, ihr macht also fünf Sub-VSs, jeder Hostname einen spezifischen Sub-VS. Dann könnte man dahinter drei Server haben, zwei machen das ganz normal und einer ist für Mobile-Endgeräte quasi getuned. Dann könnte man sagen, wenn man den User Agent Header nimmt und dort auf Mobile Endgeräte matcht, dass man sagt, der Server, der für die Mobile Endgeräte prädestiniert ist, der soll diesen Verkehr auch annehmen, die anderen beiden nicht. Und in dem Moment wird der Mobile Endgerät Traffic quasi nur auf diesen einen spezifischen Server geschickt, für diesen Sub-VS, ne? Und das kann man da entsprechend setzen, zeige ich aber gleich. Hier ist mal ein Beispiel, wie so ein Sub-VS aussieht, am Beispiel für Ova. Da sind natürlich noch viel mehr Menüs dazwischen. Habe ich jetzt der Platz halber hier ein bisschen rausgeschnitten. Im Sub-VS selber habt ihr keine SSL-Sachen mehr, weil das passiert alles auf dem Hauptservice und wird dort auch beendet und gilt für alle. Aber ihr habt sonst alle Optionen. Also ihr habt eure eigene WAF, wenn ihr das wollt. Ihr habt Authentifizierung, wenn ihr das wollt. Advanced Properties mit eigenen Regeln etc. Das ist alles hier setzbar. Man kann, wenn man das global auch anschaltet, die Sub-VS Persistenz auch teilen. Das heißt, wenn ihr eine Applikation habt, wo ihr mit mehreren Sub-Services arbeitet, kann man auch sicherstellen, dass wenn der Client durch den ersten Sub-VS kommt und da an einen spezifischen Server gelangt, sagen wir mal Server 3, und in dem anderen Sub-VS sind dieselben Server dahinter, dann kann man mit der Persistenz arbeiten, dass man sicher geht, dass auch in dem zweiten Sub-VS der Client, der spezifische Client an Server 3 geht. Das nennt man Sub-VS Persistence Sharing. Wenn also dieselben Server dahinter liegen, könnt ihr auch sicher gehen, dass der Client an den gleichen Server gerät. Dafür müsst ihr aber sicherstellen, dass eure Sub-VS, also generell die Persistence-Einstellungen da drin alle identisch sind. Ansonsten mit dem Häkchen hier könnt ihr sicher gehen, dass dann die Persistenz zwischen den Sub-VSs übertragen wird. Ich habe euch Links zusammengesammelt, wo es da ringsrum geht. Und jetzt kam hier schon eine Frage rein von Martin, den Content-Rule-Builder. Und darauf will ich sogar mal hinaus, denn
Der Tony Vaughn, Tony, auch so ein alter Hase bei Camp, der war schon da, wo ich angefangen habe damals. Der hat seinen eigenen Content Rule Builder, hier ist er, hat eine Weile gedauert, aber der wurde jetzt quasi offiziell von Camp an der Stelle gehostet und gepublished. Und ihr seht, sieht sehr ähnlich aus zu meiner Folie, ne? Jetzt wisst ihr, wo ich es her habe. Der Tony hat hier für euch also einen Bilder vorbereitet, mit dem ihr euch Content-Regeln auch bauen lassen könnt. Ich zeige das mal kurz. Nehmen wir mal das Beispiel HTTP und dann web.progressdemo.com. Das heißt, mein Fehler, ich wollte ja für meinen anderen Service was machen. Also ich habe zwei Hostnamen, der eine ist Technical und der andere ist Camping. Machen wir also eine Regel für camping.progressdemo.com. Und jetzt zeigt er euch, was ihr einstellen müsst in eurem Load Balancer, um auf diesen Hostnamen zu matchen. Und er gibt euch das auch als API raus, sowie als PowerShell für die Leute von euch, die im Januar in meinem PowerShell-Automatisierungs-Webinar waren. Für die ist das vielleicht interessant. Und so könnt ihr das auch per API beziehungsweise per PowerShell entsprechend auch rausbringen. Ja, Markus, siehst du, da habe ich wenigstens einen heute glücklich gemacht. Das ist doch schon mal cool. Michael, nein, also das Persistence Sharing an sich machst du global an, aber es greift ja nur, wenn du in den Sub-VSs Persistenz auch angeschaltet hast. Okay, kurz zu der Frage. Michael hat gefragt, das Persistence Sharing für Sub-VSs kann man nur global aktivieren oder deaktivieren. Ja, es ist global aktiviert, aber es greift, wie gesagt, nur dann, wenn du auch in den Sub-VSs Persistenzeinstellungen hast. Also ein Dienst. Moment. Kommen wir gleich mal zur Demo an der Stelle. Ich habe hier einen Dienst kreiert. Dann zeige ich dir das dazu gleich. Der ist der, der jetzt Sub-VSs kriegen soll. Ich erzeuge jetzt mal Sub-VSs, damit wir das zeigen können. Voilà, Nummer 1 und Nummer 2. So. Und wenn man jetzt dieses Persistence Sharing anschaltet, mach das mal, das wäre hier so. Das kann ich also ganz bei Default anschalten. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier Sachen nicht gesetzt, die eigentlich schick wären. Also wenn ich das jetzt anschalte, dann greift das nur, wenn ich innerhalb meiner Sub-VSs auch Persistenz-Einträge habe. Ansonsten greift das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier None stehen habe, dann ist das Feature quasi deaktiv. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Super HTTP drinne habe und in dem anderen Sub-VS None greift es auch nicht. Es greift erst, wenn ich auch hier Super HTTP eintrage. Jetzt würde es greifen, aber auch nur dann, wenn auch in beiden Sub-VSen dieselben Server hinterliegen. Macht das Sinn? Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Cool. So, schön. Na dann, jetzt sind wir schon dabei. Ich habe jetzt hier Sub-VS gebaut, zwei Stück. Fangen wir an, denen mal einen Namen zu geben. Also der eine soll jetzt Sub-VS Camping Progress Demo.com sein. So. Und ich packe jetzt auch mal meinen Exchange-Server dahinter, einfach nur, damit ich jetzt auch gleich einen Webserver habe, der auch antwortet. So. Und der zweite ist hier jetzt, das ist Sub-VS technical.progressdemo.com. Ihr seht, ich bin, wie gesagt, ein Freund von eindeutigen Namen. Ich packe den Hostnamen, den ich hier matche, auch mit rein, damit ich in Zukunft da auch gar nicht erst in so eine Lage komme, dass ich nachher nicht mehr weiß, was macht meine Sub-VS. Also ich kann die natürlich Sub-VS 1 und 2 nennen, aber wenn ich die Sub-VS 1 und 2 nenne, weiß ich nachher nicht mehr, was es macht. Also das ist mir dann völlig sämtliche Änderungen an Sub-VS wird getrennt. Gregor, es kommt jetzt auf die Änderungen an.
Also der Gregor hat eine Frage gestellt, bei sämtlichen Änderungen an Sub-VSs oder Content Rules etc. werden offene Verbindungen getrennt, korrekt. Das kommt jetzt drauf an. Also wenn ich eine Match-Regel ändere und die alte damit überschreibe, dann ja. Also dann ist ja die, ne, also die, aber die Verbindungen werden nicht getrennt, sondern die neue Verbindung oder die Verbindungen, die dann reinkommen, werden dann gegen diese Regel gecheckt. Wenn du die Regel natürlich falsch hast, dann fährt das gegen die Wand. Aber wenn die Regel richtig ist, dann kriegen das die User gar nicht mit. Also, wenn das deine Frage beantwortet. Wenn ich natürlich eine neue Sub-VS hinzufüge, dann bricht das auch keine Verbindungen weg. Weil wenn ich jetzt eine neue Regel, also eine neue hinzufüge, hat die ja nachher noch gar keine Regeln und damit nimmt die auch noch keinen Verkehr an und interveniert auch mit deinem Verkehr nicht. Aber dazu kommt man gleich. Ich nehme jetzt mal diesen Lab-Builder, der hat mir jetzt hier eine Regel gebaut, die ich haben will. Ich kopiere mir das mal. Und jetzt gehen wir hier in den Content-Rule-Bereich und bauen uns unsere Regel. Wir wollen einmal Match. Was wollen wir matchen? Host. Welchen Host? Den hatten wir Camping genannt. Ich mache jetzt keine, ich schreibe es jetzt nicht komplett aus. Host und jetzt fügen wir den Teil, den Tonys Maschine da generiert hat, hier ein. Und Groß- und Kleinschreibung ist mir egal. So, jetzt haben wir also die erste Regel. Jetzt könnte ich das nochmal machen, hier mit dem Lab-Builder von Tony. Aber ich bin jetzt per se erstmal faul. Wir müssen ja auch auf die Zeit gucken. Ich will dasselbe auch für Technical machen. Und was ich anpassen muss, ich muss jetzt einfach nur Camping zu Technical anpassen und dann habe ich dupliziert. Wer das Duplizieren nicht sieht, der ist noch auf einer alten Firmware. Das Duplizieren ist erst ab 54 oder so möglich. Von daher, ja. So, ich habe jetzt also zwei Regeln, die meine Hostnamen entsprechend matchen und kann diese Regeln jetzt unter Advanced Properties mit Content Switching enable, kann ich die jetzt hier unten meinen beiden Maschinen zuordnen. Und man sieht jetzt auch, warum die Benamung so wichtig ist. Ihr seht hier mein Sub-VS von meiner Benamung und jetzt seht ihr meine Match-Regel und das passt jetzt auch zusammen, ne? Also deswegen, ich mache gerne alles eindeutig, damit ich gar nicht erst was Falsches zuweisen kann. So, und jetzt habe ich das entsprechend zugewiesen. Und in meiner Host-Datei habe ich natürlich diesen Eintrag hier auch schon gesetzt. Und dann müssten wir da jetzt auch entsprechend zugreifen können und in den richtigen Sub-VS landen. Ja, ich bin durstig. Ich habe natürlich noch keinen HTTP-Redirect. Den brauchen wir noch. So, und dann greift es auch noch nicht. Warum nicht? Default Gateway. Muss man natürlich setzen. Ich bin dusselig heute. Liegt am Freitag. Doch, Default Gateway habe ich gesetzt. Aber nicht im Redirect. Da fehlt er noch. So. Gut. Jetzt kann nur noch meine Content-Regel falsch sein. Finden wir raus. Oder meine ist noch nicht gespeichert. Ja, ich bin auch ein Dussel. Speichern. Guten Morgen, Herr Schöpfe. Dann wird das auch was. Ja, wenn die Hostdatei noch nicht klappt. Also, Camping, wie ihr seht, greift jetzt zu. Ich bin, wenn man das jetzt hier sieht, ich habe den Hostnamen auch drin. Das heißt, wir müssen in dem richtigen Sub-VS gekommen sein. Und auch mit Technical sollte ich entsprechend durch meine VIP durchkommen und bin jetzt entsprechend in dem Sub-VS mit Technical. Komme ich mit der IP hingegen, lande ich im Nirvana, weil da gibt es keine Content-Regel, die das jetzt annimmt.
Dementsprechend komme ich auch nicht weiter. Das Ding bleibt im Nirvana stehen, also nach dem Zertifikat. Und jetzt gibt es keine Content-Regel, die es weiterführen kann in ein Sub-WS. Heißt, alle anderen Anfragen, die nicht durch diese beiden Hostnamen sind, werden bei Default schon weggeblockt. Naja gut, okay, Markus, das nehme ich als Feedback an. Also beim AdRule fehlt noch der Camp-Faktor, gerade wenn man dort längere Listen hat. Ja, ich verstehe deinen Punkt mit den eindeutigen Namen. Also neue Regeln sind immer ganz unten. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Neue Regeln sind immer ganz, ganz unten. So, worauf ich jetzt aber eigentlich zurück hinaus wollte. Jetzt haben wir einen Dienst mit Sub-VSs. Und ich sehe gerade, wir haben ja die Zeit auch schon. Also ich mache gleich Feierabend, keine Angst. Ihr habt jetzt auf dem Hauptservice Möglichkeiten, Selektionsregeln zu setzen, die generell Sachen verbieten oder Flags setzen. Ihr könnt Content modifizieren, das gilt dann aber für alle. Jetzt habt ihr eine Match-Regel, die euch in das Sub-VS bringt. Das kann ein Hostname sein, das kann ein Directory sein, das kann ein Cookie sein, das kann ein Header sein, x-beliebig, völlig egal, da habt ihr die verschiedensten Varianten. Und in dem Sub-VS selber habt ihr jetzt nochmal Selektionsregeln, die was gegen die Wand fahren lassen können, aber nur spezifisch für diesen Sub-VS. Ihr habt hier wieder Modifikationsregeln, die auch nur für den Sub-VS gelten, auch Body-Regeln, die nur für den Sub-VS gelten. Und mit Content Switching Enable könnt ihr jetzt dem Server hier unten auch nochmal eine Regel zuweisen, welchen Verkehr er annehmen darf. Und alles andere wird dann per se geblockt. Das heißt, Sub-VSs bringen euch entsprechend mehr Komplexität und ihr habt jetzt in der Abfolge noch mehr Möglichkeiten. Match-Regeln hier unten und auch im Sub-VS-Level, die greifen, bevor Modifizierungsregeln gegriffen haben. Also Modifizierungsregeln greifen immer auf dem Übergang in den nächsten Schritt. Heißt, wenn ich auf dem Hauptservice von Root zu Over wechsle zum Beispiel, dann kann ich nicht nur auf Over matchen für den Sub-VS, sondern muss Root leider noch mit drin haben, denn wenn der Match ausgeführt wird, ist die Wandlung noch nicht vollendet. Aber sobald ich im Sub-VS drin bin, ist die Wandlung von Root auf Over gewechselt. Dementsprechend brauche ich im ESP auch kein Root Only mehr freigeben. Das ist also nur als kleiner Hintergrund an der Stelle. Also Wandlungen passieren immer auf dem Übergang ins nächste Level. Wenn ich eine Wandlung auf dem Hauptservice hinterlege, ist die vollzogen, wenn ich im Sub-VS ankomme. Packe ich eine Wandlung in den Sub-VS, wird die vollzogen auf dem Weg zum Server. Das muss man halt wissen. Natürlich kannst du auch ohne Real Server Non-Available Handling hier reinsetzen, aber wenn du eine Block-Rule hast, dann wird der Non-Available Handling natürlich auch greifen. Das ist dann dieselbe Geschichte, wie wenn es gegen die Wand fährt. Eine WAF-Regel auf dem Hauptservice reagiert für alles. Eine WAF-Regel im Sub-VS wäre dann nur für den Sub-VS spezifisch. Uiuiui, seid ihr noch da? Hier ist gerade irgendwie alles weggeflogen. Interessant. Also eine Regel auf dem Hauptservice gilt für alles. Der Lothar hat gesagt, ob eine WAF-Regel auf dem Hauptservice dann auch in der Sub-VS sieht. Jawohl, tut er, also eine WAF-Regel, die nur im Sub-VS ist, die würde auch nur im Sub-VS greifen. Und das ist der Punkt. Gut. So, damit bin ich eigentlich präsentationsmäßig soweit am Ende. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch was seht jetzt, weil bei mir wurde hier gerade mein ganzer Dongle weggefeuert. Ich hoffe, ihr seht noch was. Wenn nicht, wir sind eh am Ende. Dann würde ich die ganze Geschichte nämlich Ihr seht noch was, das ist schön. Dann würde ich die Sache nämlich jetzt auch beenden wollen, sozusagen. So, ja, bei mir zeigt er nämlich gerade nicht mehr so viel an. Gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Keine Maus mehr, nix. Hier ist ja was los. Gut. Dann sind wir nämlich auch am Ende unserer Präsi angekommen. Ich danke euch
Hat mir Spaß gemacht. Ich werde das Recording jetzt auch ausschalten und ich würde euch bitten, noch an der Umfrage teilzunehmen, damit wir herausfinden, welche Themen ihr dann beim nächsten Mal sehen wollt und wo ich entsprechend noch nacharbeiten kann. Und wie gesagt, den einen Themenvorschlag habe ich mit auf meiner Liste, damit das da entsprechend auch weitergeht. Cool, ja, war schön. Wie immer und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.